Vor einiger Zeit habe ich mir bei der Firma Banggood aus China ein Orange Pi Zero mit einem Expansion Board und einem Gehäuse bestellt. Ausgepackt habe ich das Päckchen sofort, komme aber erst jetzt dazu, mit den Teilen zu arbeiten. Herzlich willkommen bei meinem Video vom Zusammenbau des Kits. Auf der Webseite www.orangepi.org findet man die besten Informationen zum Orange Pi Zero. Dort habe ich mir dann als erstes das Handbuch heruntergeladen. Im Handbuch sind dann alle Informationen enthalten, die ich brauche, um ein funktionierendes System zu bauen. Es sind auch die Links zu den benötigten Programmen aufgeführt und man kann direkt darauf zugreifen. Dazu ist eine Schritt-für-Schritt-Anweisung, wie man den Aufbau eines Linux-Computers durchführen soll. Man sollte aber einige Englischkenntnisse besitzen, um den Anweisungen folgen zu können. Eine Debian Desktop Linux Version habe ich mir dann heruntergeladen, entpackt und zum Übertragen auf die SD-Karte vorbereitet. Bevor ich die SD-Karte benutzen kann, muss sie noch formatiert werden. Und das geht mit den entsprechenden Programmen. Die Links dazu sind im Handbuch enthalten, ohne Probleme. Nach der Formatierung wird dann das entpackte Linux-System auf die SD-Karte geschrieben. Auch dafür gibt es das entsprechende Programm und die Übertragung sollte ohne Probleme vonstatten gehen. Dann sind die Vorbereitungen fertig.
Nun wird die Systemplatine und die Erweiterungsplatine in das Gehäuse eingebaut. Das Gehäuse ist allerdings nicht ganz optimal. So fehlt ein Zugang zur Steckleiste für weitere Optionen. Auch für die WiFi-Antenne habe ich erst einen Schlitz gefräst, um sie nach außen zu führen. Ansonsten ist das Spritzgussgehäuse aber gut verarbeitet und ist zum Start durchaus geeignet. Das sind nun die Hauptteile, die ich für den Aufbau brauche. Orange Speicherohr und SD-Karte, Videokonverter und Kabel sowie Netzkabel und ein Keyboard und eine Maus. Und nun wird alles zusammengesteckt und eingeschaltet. Ein Videosignal wird dem AV-Ausgang entnommen und über den HDMI-Konverter auf meinen Bildschirm geschickt. Und wenn dann alles richtig angeschlossen ist, sollte der Startbildschirm der Debian-Installation auf dem Monitor erscheinen. Und es war alles richtig angeschlossen und ich habe nun den Login-Bildschirm von Debian Linux auf dem Monitor. Zum Beginn trage ich mich mal als Root ein, werde dann aber einen anderen Benutzer anlegen und mich etwas im System umsehen.
Auch der Anschluss eines USB-Sticks als Laufwerk klappte auf Anhieb. Zum Fazit: Für den kleinen Preis ist dieser Orange Pi Zero Baukasten sehr zu empfehlen. Es gab auch keine Probleme mit der Hardware. Nur der Prozessor wurde mir etwas zu warm. Einige Tage später. Ich habe dem Prozessor noch ein Kühlblech aufgesetzt. Leider noch etwas zu klein, da gerade nichts anderes am Lager war. Aber das wird dann noch einmal geändert werden. Und beim Zusammenbau des Gehäuses habe ich dann meine SD-Karte zerbrochen. Noch funktioniert sie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal und geben mir einen Daumen hoch. Tschüss und Salü aus dem Saarland.